Hallo liebe Gartenfreunde, leider konnte ich das Intro von meinem Graben sauber machen und Rohr frei machen am Teich nicht verwenden, weil es war so windig. Und ja, jetzt hole ich das mal nach. Ihr werdet dann zu dem Zeitpunkt stoßen, wo ich unten am ersten Graben bin und machen frei. Also viel Spaß beim Video und lasst ein Like da. Hier oben haben wir ein kleines Sperrgitter reingebaut, damit halt der ganze Dreck nicht so hier reingespült wird. Eigentlich ist da unten auch noch ein Gitter, aber das habe ich hier gestern weggemacht, dass das Wasser erstmal wieder komplett abfließen kann, weil es ist uns hier oben durch die Wiese gelaufen einfach. Und das war halt einfach scheiße, es war alles nass und ja. So, mal als kleines Beispiel. Das sind die Wildschweinschäden, die wir haben. Und ja. Ich habe schon wie oft mit einem Jagdpächter telefoniert, aber nichts tut sich. Hier noch mehr Wildschweinschäden. Waren sie auch schon. Ja, und es würde mich halt freuen, wenn der Jagdpächter mal da vorne einen Hochsitz hinstellt. Ein mobiler Hochsitz, wo er hier nach unten schießen kann. Ich weiß nicht, ob das so schwer ist. Oder auch so schwer zu kapieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Es macht auch echt keinen Spaß, wenn man das sieht. Hier werdet ihr gleich sehen, wenn ich oben frei mache, läuft hier auch wieder mehr Wasser. Momentan ist halt der große Teich abgeriegelt, damit der kleine Teich hier mal wieder vollläuft. So, jetzt sind wir erstmal am Ort des Geschehens angekommen. Hier oben ist es. Hier unten muss ich gleich das Rohr ein bisschen frei machen. Es wird sehr kalt werden an den Händen, weiß ich jetzt schon. So, jetzt könnt ihr sehen, es läuft wieder richtig viel durch. Kommen jetzt auch wieder beide Teiche Wasser. Hier ist der Abzweig. So, ihr wart ja beim letzten Mal dabei, wie ich das Vogelfutter aufgefüllt habe. Schauen wir mal, wie voll es jetzt noch ist. Oh nee. Na gut, es gibt auch noch andere Wege in den Garten zu kommen. Wenn man nämlich den Schlüssel daheim vergisst. Kompost muss natürlich auch mit. Wollen wir mal. Ich hoffe, der Akku hält noch. Ja, mein Fässchen ist auch voll. Steht nicht ganz gerade, aber für mich reicht's. Das ist ein
schnell den Kompost wegbringen. Ausspülen. So. Einmal ausspülen. Wasserhahn dran. Kostbares nass. So, einmal ausgespült. So, Vogelfutter gucken. Also ist da schon einer drin? Ich glaube nicht. Boah. Hier, Wahnsinn. Also es wird echt gut angenommen. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Gräben sauber gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was noch im Garten alles so passiert ist. Und erkläre ein bisschen was. Ja, also was ist hier passiert? Hier habe ich den Tank gewechselt. Da habe ich jetzt erstmal den anderen hinstellen müssen, weil die Tankverbindungen nicht gepasst haben. Das zeige ich euch aber gleich. Hier habe ich jetzt noch den Hahn wieder dran geschraubt. Na, ihr könnt da sehen, es läuft. Und ja, das ist echt beinahe gefallen. Und ja, der wird da praktisch von dem Dach gespeist. Jetzt will ich nur noch provisorisch dieses Fass vorne hinziehen. Das muss ich aber erstmal ausleeren, weil da ist so viel Wasser drin. Das packe ich sonst nicht so eben. Ja. Und das kommt jetzt erstmal hier hin, damit das Wasser hier reinlaufen kann. Von der Dachrinne. Es ist alles noch ein bisschen provisorisch. Hier kommt dann ein Rohr runter zu den zwei. Und ja, hier ist meine IBC-Tankverbindung und das hat leider nicht gepasst miteinander. Deshalb musste ich die Tanks tauschen. Und ja, hier sind schon 1000 Liter drin. Also kann eigentlich der Sommer kommen. Nochmal eine kleine Geschichte hierzu. Hier soll ein Blumenstreifen entstehen für die Bienen. Und hier oben wollte ich eigentlich gern noch einen Streifen für Salat machen. Nur leider fehlt mir bis jetzt die Zeit. Ich hatte noch keine Zeit, da was zu machen. So ein Streifen von 50, 60 cm nur, wo ich nochmal zusätzlich Salat reinsetzen kann. Und hier sollen dann Kartoffeln hin. Da vorne Salat und andere Sachen. Ja, aber dazu werdet ihr im Laufe des Jahres die Videos sehen. Und es muss ja auch alles gefilmt werden und es ist auch alles gar nicht so einfach unter einen Hut zu stecken, aber man gibt sicher die größte Mühe. Was ich jetzt auch noch mal zeigen wollte, ich weiß, ich habe schon mal gezeigt, wie es anfängt, alles zu blühen. Und ja, da diese alten Sträucher muss ich noch abschneiden. Ich freue mich schon wieder, wenn die ganzen Tulpen blühen. Und ja, was habe ich noch im Garten hier vor? In 2-3 Wochen fange ich an, dann hier mit dem Vertikutierer mal durchzugehen und neue Grassamen einzubringen. Ja, der Durcheinander kommt auch dann weg wieder, aber da fehlt mir momentan die Zeit. Aber wo ich auch noch mal gucken möchte, ist, ich habe schon Radieschen ausgesät im Gewächshaus.
schnell einen Blick reinwerfen, ob sich denn da schon was tut. Nee, es tut sich noch nichts. Also hier in dem Streifen sind Radieschen drin. Ja, und hier ist noch nichts drin. Das habe ich nur einmal die Erde getauscht und unten habe ich Pferdemist rein. Hier sollen dann Tomaten und Gurken rein. Und ja, hier vorne wollte ich eigentlich auch noch einen Streifen machen von 50, 60 cm. Hier vorne sollen dann auch noch Gurken hin. Hier oben werde ich dann noch ein kleines Dach machen. Ja, man hat halt einfach zu wenig Platz. Aber so ist es.